liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir befinden uns heute hier im Mölltal, Kärntner, in direkter Nähe des Gletscherskigebiets Mölltaler Gletscher, nur circa 2 Fahrminuten entfernt von der Talstation. Ebenso findet sich hier, wie man vielleicht im Hintergrund hört, ein Wasserfall. Zu Besuch sind wir heute beim Anwesen Eckerfeld, bestehend aus 2 Chalets, dem Romantik-Chalet, einem circa 150 Jahre alten, revitalisierten Stallgebäude, sowie dem großen Haupthaus, dem Grand Chalet. Darüber hinaus findet sich hier noch ein Pfauengehege sowie eine separate Garage auf einem quasi uneinsehbaren Areal. Hinter mir sieht man den Haupteingang des Grand Chalets, einer bautechnischen Meisterkonstruktion mit einem einzigartigen Feature. Teilbereiche des Chalets wurden aus uraltem, händisch abgetragenen Altholz in massiver Bauweise errichtet. Das heißt, die statische Konstruktion des Hauses besteht teilweise aus massivem Altholz, keinen Verkleidungen. Das Chalet selbst thront auf einer höhenversetzten Steinmauer. Auf ca. 600 Quadratmeter Nutzfläche verteilen sich ein Wohn-Essbereich mit Außen-Wellness-Area, mit einem Hot-Springs-Jacuzzi sowie 2 Kältefässern, sowie 3 separaten Apartments. Geheizt wird mit einer modernen Hightech-Carbon-Elektrowandheizung sowie, wenn gewünscht, zusätzlich mit Holzofen und Kamin. In den Bädern findet sich darüber hinaus eine Fußbodenheizung sowie auch eine Wandheizung. Die Bodenbelege bestehen aus massiven Altholzdielen sowie Raurisser Naturgranit. Das detailliert ausgeklügelte Beleuchtungskonzept besteht im gesamten Chalet aus Up-and-Downs, sowie im Dachgeschoss aus Bodenstrahlern und LED-Beleuchtungsleisten auf den Pfetten. Jetzt nehme ich Sie mit in den Wohn-Ess-Bereich des Grand Chalets. Wir befinden uns hier im Erdgeschoss des Grand Chalets und stehen auf einem besonderen Boden, bestehend aus originalen Dielenböden, Altholzfichte massiv gewaschen und gebürstet. Im Wohnbereich befindet sich eine Sitzgruppe, bestehend aus Büffelledersesseln, Sitzbank und einem großzügig gestalteten Ess- bzw. Konferenztisch. Um die Wohnatmosphäre abzurunden, findet sich hier ein aus Granit gemauerter Kamin mit Altholz, Rahmeneinfassung und Glasverbauung. Im Erdgeschoss finden wir auch die vollständig eingerichtete mediterrane Steinküche mit Einbauten aus Altholz, Eiche, Massiv. Die Arbeitsplatten bestehen aus Granit bzw. Eiche, Altholz, Massiv. Hier finden sich Einbaugeräte von Markenherstellern wie Gaggenau, Miele, als auch eine Kühl-Gefrier-Kombination Side by Side mit Eiswürfelspender von Liebherr. Ebenso ein integrierter Geschirrspüler von Gaggenau, ein Weinklimaschrank sowie eine Einbauspüle in Edelstahl von Rieber. Für die Küchenchefs unter den Zuschauern gibt es etwas Besonderes. Einerseits ein Induktionskochfeld, andererseits ein geschmiedeter Solidärherd, welcher traditionell mit Holz befeuert wird. Die Kücheninsel ist ausgestattet mit einem stufenlos höhenverstellbaren Dunstabzug. Jetzt gehen wir raus auf die Terrasse des Erdgeschosses. Wir befinden uns hier auf der ca. 120 Quadratmeter großen Terrasse, U-förmig ausgerichtet mit einem Bodenbelag aus Lärchendielen. Hier finden sich Sitzecken sowie der Außen-Wellness-Bereich mit einem Jacuzzi der Marke Hot Spring sowie 2 Kältefässern. Diese bestehen aus originalen Weinfässern mit ca. 5000 Litern Fassungsvermögen. Nun gehen wir vom Erdgeschoss ins Obergeschoss. Die Treppe besteht aus massiv gemauerten Setz- und Trittstufen. Die dazugehörigen Handläufer sind nicht gerade, sondern geschwungen, um sich einer Auf- oder Abwärtsbewegung perfekt anzupassen. Im Obergeschoss finden sich 2 separate Suiten mit jeweils Badezimmer en Suite. In der Romantik-Suite findet sich ein großzügiges Doppelbett bestehend aus Altholz-Massivelementen sowie eine freistehende Raumbadewanne von Hösch mit Armaturen von Dornbracht. Der Bodenbelag besteht aus originalen Dielenböden, Altholzfichte massiv, gewaschen und gebürstet.
sowie rauchiger Granit um die Badewanne und im separaten Badezimmer. Im Badezimmer findet sich eine schwellenfreie Walk-in-Dusche mit Komfort-Dreieckseinstieg. Sämtliche Boden- und Wandbelege wurden aus polygonal verlegten rauchiger Granitplatten ausgeführt. Ebenso finden Sie hier Armaturen von Dornbracht und ein Waschbecken im edlen Design von Villeroy & Boch. Der Waschtisch besteht aus Altholz Lerche Massiv. Nun befinden wir uns beim Zugang zum Highlight des Hauses, der Dachsuite. Wir befinden uns hier im Herzstück des Grand Chalets, der Dachsuite. Aufgeteilt auf einen Schlafbereich, Kochbereich und einem separaten Badezimmer. Die Dachstuhlkonstruktion besteht aus massivem Altholz und wird liebevoll durch ein durchdachtes Beleuchtungskonzept in Szene gesetzt. Auch hier findet sich Mobiliar aus, richtig geraten, Altholz massiv. In der Küche findet sich eine durchgehende Steinplatte aus Rauwisser Granit. Im Badezimmer finden sich Waschbecken aus massivem Rauwisser Granit, ebenso am Boden und an der Wand. Auch die Dachsuite hat einen eigenen Terrassenzugang. Von dort aus sieht man schön die massive Dimension der Terrassenverbauungen sowie die versetzte Bauweise. Es wurde Wert darauf gelegt, keine Kastenform zu erzeugen, vielmehr ein Ensemble aus versetzten Terrassenverbauungen. Das war's aus dem Grand Chalet. Wir sehen uns wieder im Romantik-Chalet. Jetzt befinden wir uns vor dem Romantik-Chalet, einem ca. 150 Jahre alten, revitalisierten Schafstall. Wir befinden uns hier im Wohn-Ess-Bereich des Romantik-Chalets. Hier findet sich eine Kochnische mit originalen Holzkochofen, ein Galerie-, Schlafbereich sowie ein Wohn-Ess-Bereich. Auch hier findet sich ein Bodenbelag aus Dielenböden, Altholzfichte, massiv. Das war's heute vom Mölderler Gletscher. Bei weiterem Interesse sind Sie herzlich willkommen.